Folge 47 Deadly Premonition, gerade das Kapitel abgeschlossen, eine wilde Theorie gehört und, also die habe ich erzählt, ist halt totaler Blödsinn und wir gucken, was weiter passiert. Du wolltest auch noch eine wilde Theorie zu Quantum Break erzählen, aber das können wir ja machen, wenn wir dann gleich Zeit haben beim Autofahren oder so. Das wird wahrscheinlich gleich wieder eine noch wildere Geschichte erzählt. Oder haben wir doch kurz Zeit? Nee, was mich an Quantum Break total fasziniert, ist, dass man ja da drei unterschiedliche Figuren spielt, die alle unterschiedliche Fähigkeiten zur Zeitmanipulation haben. Mhm. Spielt man die parallel? Das weiß ich nicht genau. Das ist, ich weiß ja so wenig drüber und das ist interessant. Am Ende ist es halt dann wahrscheinlich ein besseres Max Payne, so Schießspiel mit Zeitlupe. Mhm. Danke, dass wir darüber geredet haben. Zeit anhalten, Zeit vorwärts laufen lassen, Zeit rückwärts laufen lassen. Das sind dann die drei Möglichkeiten. Ah ja, das muss man nicht mehr mal selber hinfahren. Neuer Regenmantelmörder. Also jemand, der neue Regenmäntel umbringt. Zach, I hope we can catch a big one. Wähle eine Angelroute. Standardangelroute. Köder. Warte auf den richtigen Moment, um einen großen zu angeln. Wenn die Leine reißt, ist ein Köder verloren. Auswerfen. Warst du schon mal angeln? Haben wir das letzte Mal schon besprochen? Ich war schon mal angeln. Hast du was gefangen? Ja, wieder reingeschmissen. Was denn? Ein Fisch. Was für ein Fisch? Weiß ich nicht. Woran merke ich es? Achso. Achso, du musst jetzt richtig drücken. Fisch. Fisch. Ah, sehr gut. Ha, schon wieder Fisch gefangen. Man kann auch Emily fangen. Emily, die empört ist. Fish. But this isn't the time to be fishing for fish, Zach. Also gut. Ah, Knaller. Dann fang doch mal die empörte Emily. Okay. Wenn da jetzt wirklich eine empörte Emily aus dem Wasser rauskommt, dann gebe ich eine aus. Cool. Schuldest du mir schon zwei Bier dann? Seit wann schuld ich dir denn Bier? Mhm. Du schuldest mir ein Cornetto-Nuss. Das stimmt. Soll nicht ins Mikrofon pfeifen. Sagt wer? Die Audio-Polizei. Andy Griffith Show-Melodie pfeifen, passt besser zum Angeln. Schwierig, wenn man die andere gleichzeitig hört. Kriegt ihrer gar nichts zusammen. Ich auch nicht, aber nur weil ich die andere gerade höre. Gott sei Dank. Was ist denn nun? Ja, weißt du, nichts fangst. Na, wie beißen sie denn? Oh, Schnauze. Ich glaube, Angeln, das wäre ein Sport, der gefährlich für mich ist. Weil ich dann dazu neigen würde, am Anfang viel zu teures Equipment zu kaufen, in dem Irrglauben, damit meine Leistung verbessern zu können, um das ganze Zeug dann innerhalb von 3 Monaten komplett sein zu lassen. Das ist für jeder Sportart so. Ja, das ist vor allem, was ich anfange so. Dann empfehle ich dir Golf. Vater, gib mir Beine. Dann fangst Golfspielen an, weil da wirst du innerhalb kürzester Zeit eine Unsumme an Geld los und merkst nach 3 Monaten an, dass es überhaupt nichts bringt. Cool. Ist allerdings erschreckend, wie oft man das richtig teure Golf-Equipment auf Plätzen sieht. Vor allem die richtig teuren Sachen, wo man beinahe lachen muss, wenn man sich denkt, wir kaufen den Scheiß. So was, die empörte Emily. Das Geschenk willst du, glaube ich, haben. Das heißt, du musst ein bisschen vorm Geschenk drücken. Und zwar, ich würde sagen, wenn der Verbandskasten das nächste Mal kommt. Das war zu spät. Es geht ungefähr 3 Schritte weiter. Also nach dem Drücken geht es noch 3 Felder weiter und dann hält er an. Aber ich kann mir das doch nicht auswendig merken.
Dafür hast du ja mich. Magst du da drücken? Ja. Ich gebe jetzt mal Daniel die Angel. Muss ich irgendwas machen außer X drücken? Nee, wissen wann du X zu drücken hast. Wetten, das klappt jetzt wieder auf Anhieb. Ich mache wieder zum Gespött des Internets. Ich weiß nicht, soll ich die empörte Emily fischen oder das Geschenk? Das Geschenk, oder? Ich will die empörte Emily sehen. Ich will das Geschenk haben. Ich will die empörte Emily sehen. Ich weiß tatsächlich nicht, was das für ein Fisch war, den ich damals gefangen habe. Ich war bei meinem, das ist mein Großonkel in Kanada und der ist halt passionierter Fischer, Angler. Und dann fuhren wir eben mit seinem Boot, irgendwie ich, mein Bruder und noch irgendwer da raus und man angelte. Und ich habe als einziger von den ganzen Anfängern einen Fisch gefangen. Weil ich aber dann keinen Bock hatte, den irgendwie auszunehmen, muss ich ihn wieder reingeschmissen. Wahrscheinlich ist es noch viel schlimmer, als wenn ich ihn einfach brutal aufgeschlitzt hätte. Ah, verkehrt, warte. Na, das wollte ich nicht. Ach komm, schon wieder so ein Drecksfisch. Man hat wohl nicht so viel Zeit. Hast du denn das selbst gedrückt oder ist es von selber? Ja, ist von selber. A fish. This isn't the time to be fishing for fish, Zach. Es gab im US-Fernsehen eine ganz nette Serie namens Fiffing für Fiffel. Ja, genau die. Fiffing für Lifbler. Nee. Fishing with John hieß die. Da fuhr der Schauspieler, ist es glaube ich John Lurie, den man kennt aus Filmen wie. Ach, wie hieß der noch? Down by Law? Down by Law. Sagt mir jetzt gar nichts. So ein Jim Jarmusch-Film. Mhm. Der fuhr mit allen möglichen Gästen immer zum Fischen. Mhm. Und dann unterhielten sie sich, war sehr nett. Ich kenne nur dieses legendäre Fail-Video von dieser über mehrere Jahre gelaufenen Angler-Tipps-Sendung. So ein Zusammenschnitt aller Dinge, die da schiefgegangen sind. Lachst dich kaputt. Mhm. Wie halt dann irgendwie seine Angel in der Ladefläche vom Pickup, so im Kofferraum halt abbricht oder halt das ganze Boot irgendwie verkehrt rum ins Wasser haut und halb sein Auto drin versenkt. Ja. Oder die Emily. Ich wollte... Nicht schon wieder der scheiß Fisch! Ah. Ja, Angeln ist ein... Angeln entspannt. Ja. Doch schon festgestellt. This isn't the time to be fishing for fish. Können wir nicht sprengfischen? Also so wie die Gewinner halt angeln? Oh. What? Wie? Gescheitert. Warum? Alter. Wie konnte, hä? Zu oft verfischt. Was für ein Scheiß. Sacken das Spiel ist nicht. Ich habe mich gerade voll gefreut, dass es voll die gechillte Angelfolge wird. Ein Katzenwels. Das ist eine Stressangelscheiße. Wo sind die anderen beiden denn eigentlich? Zach, I hope we can catch a big one. Das weiß niemand. Vielleicht brauchen wir ein besseres Equipment. Das würde dem Spiel schon wieder ähnlich sehen, uns das dann gar nicht zu sagen und uns voll in die ausgestreckte Faust laufen zu lassen. Aber ich muss zugeben, es hat trotzdem was sehr Hypnotisches. Ich würde gerne mal wieder angeln gehen. Da siehst du ja aufs erste Mal. Komm. Nee, das Geschenk. Jawohl, das Geschenk erwischt. Hoffentlich ist es ein schönes Geschenk. Und hier ist das Geschenk von den Schlümpfen. Das ist nicht was? This doesn't look like the documents we need. Try again. What? Naja. Wieso ist das ein Bild von einem Geschenk? Zu Weihnachten auch immer bekommen, du nicht? Ich habe immer im Spielzeugkatalog bei Fides habe ich immer angekreuzt, was ich gerne hätte, und dann habe ich die ausgeschnittenen Widdeln aus dem Katalog bekommen. Super. Also nicht immer. Eigentlich nie.
Ah, ich hab's mir vorgestellt, wenn es so wäre. Wo sind denn die Akten jetzt? Nimm mal die empörte Emily. Da sind die Akten. Wo? Das gelbe Buch. Muss beim Geschenk drücken. Jetzt kommt noch eins. Ah! Oh. Wie, was heißt das? Die empörte Emily heißt Fail. Ha. Das heißt, ich muss kurz hinter dem Geschenk drücken. Hast du dir früher nicht im Videos-Katalog die Spielsachen angeguckt? Im Oblätter-Katalog. Oblätter, ja, es war ja früher. Also das war doch eine Sippe, oder nicht? Oder einen Schuppen. Kann sein. Boah. War Fedes oder so der Versandhandel ohne Ladengeschäft? Ich glaube, Fedes war halt der Großhandel, von dem Oblätter bezog. Kann sein. Ja, Mann! Ein Stein! Lithograph. Good fishing, yes. Zack. We've caught something to brag about now. In all the history of the FBI, I'm probably the only one who fished out documents thrown into a waterfall. Don't you think so, Zach? So bizarre. Just don't believe it. Files from a waterfall. Aber Emily hatte gerade auch eine Angelrute in der Hand, oder? Oder war es ein Glitch? Weiß ich nicht. Jetzt schau schon rein, was drin steht. Menschen, also eine fehlt noch. Hm. Ja, das sind die What Zunge. Does that all mean? It's called the Legend of the New Raincoat Killer. George, have you ever seen this handwriting? Yes. It's Thomas's. What? George, I need to take these documents to Harry. He said he'd tell me everything once I take the docs to him. But those are classified. I can't allow a civilian to view them. Especially that deranged old goat who owns most of the town. I agree with George. Harry is... how can I put it? He might be dangerous. You don't need to worry. You said it yourselves, didn't you? There has never been a mass murder case in this town. That means these documents pertain to a case that never actually happened. Just look at it as though they never actually existed either. Ridiculous. York, I'm sure you've got a plan or something in mind. Okay, you have my approval. George. Are you sure? Emily, we need to continue looking for Thomas. Our search may just have become a hunt. Yes, get on it. I'll go see Harry alone. Okay. I wouldn't believe it if I hadn't seen it for myself. But Thomas? There's got to be a rational explanation for this. Thomas hat sich doch auch mit als Frau verkleidet mit der einen. That George has started to change. I think the deaths of Becky and Diane had a deep effect on him. I guess this town truly is without a king now. Mir kam es gerade so vor, als würde Emily reagieren, als verfolge sie noch eine eigene Agenda. So. Ja, das war ja dann die gechillte Angelfolge. Fand ich jetzt sehr entspannend, ja. Ja, das war echt ganz nett. In der nächsten Episode dann die Jagd nach Thomas. Ciao. Ciao.